Corona, ein berüchtigter Name, ein Schicksal für die ganze Welt, eine Pandemie. All das hat jetzt die Leute umgetrieben. Aus diesem Grund eben auch hier ein Beitrag aus zwei Teilen, den ich gemacht habe für die Leute, die Angst bekommen haben. Sehr viele Leute haben Angst bekommen. Und die Angst ist teilweise berechtigt, aber zu einem ganz grossen Teil auch wieder nicht. Aus diesem Grund habe ich ein bisschen Hintergrundarbeit gemacht, ein bisschen Recherche gemacht, um die Sachen ein bisschen zusammenzufassen für uns alle. Zuallererst habe ich mal eine Bemerkung zum Namen Corona, weil es heisst ja eine Krone. Und es heisst auch, Jesus trug eine Dornenkrone. Auf das gehe ich ein. Weil er trägt ja unser Leiden. Das ist schon mal sehr tröstlich zu wissen. Jesus trägt all das Leiden, das jetzt um die Welt geht, hauptsächlich auch die Angst. Und er übernimmt es eigentlich von uns, sodass wir dann getrost sein können und das nicht auch noch wieder mal müssen tragen. Weil das ist dem universalen Leiden von Jesus Christus. Ist das eingraviert, das ist in seinen Kopf reingedrückt in Form von dieser Dornenkrone. Wenn man das so anschaut, dann muss man sagen, ja, vielleicht wäre es für eine christliche Nation, wie wir ja etwa noch sagen, wir sagen es, sagen nicht mehr alle, gar nicht so eine epidemische Angst, sondern wir können es ein bisschen gelassener nehmen. Und die Wahrnehmung im Volk ist ja mehrheitlich ein bisschen auf die andere Seite. Es nervt die Leute sehr, wenn du nicht eine Maske trägst. Also es gibt ja Leute, die fast ausflippen in einem Laden, wenn einer ist ohne Maske. Und, das merken wir, dass da eine grosse Angst drum ist. Aber es gibt auch die anderen, wo man kann sagen, sie haben sich jetzt nicht durch die Medien so sehr beeinflussen, sondern sie haben noch an ein paar anderen Orten Informationen gesucht und wissen, dass Fakten noch etwas anders liegen und dass man Zahlen noch etwas anders kann und eigentlich auch muss interpretieren, dass sie Menschen, die nicht so sehr angstgesteuert sind. Man hat auch gesehen, bei dem, was als zweite Welle bezeichnet wird, ist der Eifer, zu helfen, schon ein bisschen erlahmt. Es hat einen gewissen Zermürbungseffekt, das, was wir hier erleben. Wir kommen nachher zu dem Thema die Ärzteschaft, wo ja ein wichtiges oder ein gewichtiges Wort mitzureden haben, wo wie ein Politikum geworden ist, wo eben auch heisst, die Wissenschaft von der Medizin, die Wissenschaft von Big Pharma, kommt als grosser Player in diesem ganzen Geschehen ins Blickfeld. Und das ist nicht von ungefähr, sondern seit 100 Jahren sind die Menschen ja dermassen abhängig geworden von den Ärzten. Dass man denkt, wenn jetzt die Ärzteschaft sagt und alle zugewandten Orte, das heisst einfach eben Virologen, Professor, Immunologen und, alle die, die mit diesen Themen beschäftigt sind, dann werden Menschen natürlich komplett eingeschüchtert, weil sie wissen, dass sie die Wissenschaftler, dass sie die uns sagen, wie es eigentlich läuft. Die sagen uns, was auf uns zukommt, die sagen uns, was für Gefahren wir jetzt vor uns haben. Die Abhängigkeit von den Ärzten, was fast heisst, die Wissenschaft hat gesagt, gleicht ein bisschen dem, was man früher gesagt hat, Gott hat gesagt. Aber Gott ist da schon eigentlich ziemlich auf dem Rückmarsch, zugunsten von dieser Wissenschaft, der wir uns ausgeliefert haben. Ob das klug ist oder nicht, ist eine andere Frage. Wir schauen ganz kurz in die Herkunft von diesem Virus, Wuhan, China. Und da gibt es ja kontroverse Themen, über das tue ich gerne ein bisschen ausführen. Vor allem, dass es allen Anschein macht, dass an diesem Virus auch ist gebastelt wurde. Das sagt sogar der Luc Montagnier, der Finder, der Erforscher vom HIV, dass er gesagt, so viel HIV-Material in einem Virus, das kann man nur im Labor herstellen. Und er ist ja der, der selber sein Virus hat wiedergefunden, Corona, einfach Teile davon. Wenn man dann sieht, wer wirklich hat müssen flüchten, das ist dann wahrscheinlich schon die eher die Wahrheit haben gesagt in China. Ärzte und anderes Pflegepersonal, die haben durchgesehen, dass da eigentlich auch noch ein Spiel gespielt wird. Und wenn man denen nachgeht, die leiden, kommt man schneller zur Wahrheit, wenn man denen nachgeht, die viel Geld verdienen. Das ist, seit es Menschheit ist, seit es Menschheit gibt, ist das so. Die Pandemie ist aus dem Grund vor allem eine pandemische Angst. Angst kann man bewirtschaften, Angst kann man benutzen, Angst kann man verbreiten, Angst kann man im Sinn von der Propaganda einpflanzen. Das heisst eigentlich etwas, was geglaubt werden soll, Propaganda, ein Glauben einpflanzen bei den Leuten. Und da merkt man, dass sie ein paar rote Linie überschritten worden.
Bevölkerungen sind in einem Mass verängstigt, was nicht mehr gesund ist. Wenn man in einer Angstpyramide innen als eine innen steht, der muss Befehle entgegennehmen und die gegen Hunger weitergeben, wenn alle miteinander Angst haben, dann merkt man, der Mensch hat eigentlich nicht mehr so viel Verantwortung, sondern muss einfach politisch korrekt handeln. Das heisst, er muss einfach noch seine Pflicht tun. Und die Verantwortung weicht eigentlich einem anderen Phänomen, wo man viel eher sagt, Korrektheit. Jetzt bist du nicht mehr verantwortlich, jetzt bist du nur noch korrekt. Und wenn man zu einem korrekten Menschen mutiert, dann verliert man einen Teil von seiner Menschlichkeit. Wenn man dann zu den Zahlen kommt, die wirklich angstmachend sind, dann merkt man, dass es eigentlich ganz verschiedene Formen von Berechnungen gibt. Es gibt solche, die in eine Art relativ harmlose Situation einführen. Das sagt nichts über die, die wirklich auf eine massive Art beschädigt wurden oder vielleicht sogar einen Schaden lebenslänglich mit sich tragen oder eben gestorben sind an diesem Virus. Das sind tragische Schicksale, überhaupt keine Frage. Aber weltweit gesehen und verglichen mit anderen Grippeepidemien ist es eigentlich etwas, was sich im Durchschnittlichen innen immer noch hält. Und das ist das Interessante, dass das Center of Disease Control aus den USA, also das ist die Chefinstitution über alle Pandemien, hat zuerst eine grosse Zahl herausgegeben, 135'000 sind gestorben bis im Spätsommer an Corona und nachher hat korrigiert, öffentlich auf ihrer Webseite, dass es schlussendlich nur 6'000 waren, die an Corona gestorben sind, die anderen mit Corona, das heisst mit durchschnittlich 2,6 weitere Erkrankungen, die auch zum Tod führen können, schon mal ganz eine andere Ausgangslage. Natürlich verdanken wir ja unsere Angst nicht zuletzt an dem, dass die vielen positiven Testen dazu geführt haben, dass man gesagt hat, so viele Leute haben jetzt die Seuche bekommen. Aber da gibt es ja nur ein paar wenige Sachen, die man dazu sagen kann, die sofort das Bild komplett verändern. Nämlich erstens testet ja der Test nur einen ganz kleinen Überreste, einen Trümmerteil, einen kleinen Schnipsel von diesem Virus, wo man nicht einmal sicher ist, ist es jetzt genau der Virus, weil man muss den 45 Mal vergrößern, für überhaupt etwas festzustellen. Ob schon die Wissenschaft sagt, bis zu 35 Mal kann man noch gerade, und dann von dann an wird es eigentlich ein russisches Roulette. Nachher, wenn man das Virus hat, heisst es ja noch lange nicht, dass das auf dem Vormarsch ist. Das heisst, dass man daran krank wird. Vielleicht ist es sogar noch im Körper, weil man es ja überwunden hat und es inaktiv geworden ist. Also kann es zeigen, dass man immun geworden ist. Und wenn man es hat, heisst es ja noch lange nicht, dass man jeden, der um einen ist, damit ansteckt. Dann kommt man zu dem interessanten und sehr umstrittenen Thema der Maske und muss sagen, Maske tragen ja oder nein, als Christ hat jetzt gesagt, das ist eine Sache der Obrigkeit. Und noch ein zweiter Satz, wir wollen den anderen Menschen nicht Panik noch vergrössern, indem wir jetzt ohne Maske rumlaufen, ohne es muss sein, durch einen Attest. Also ist es eine Form von Rücksicht, mit dem kann man leben. Wir können alle leben mit dem. Mit der Angst können wir nicht leben, mit der Maske können wir leben. Und das ergeben sich natürlich diverse Gesichtspunkte über die Maske tragen, was sie nutzen, was sie nicht nutzen, was sie können, was sie nicht können. Das ist auch sehr interessant, um mal anzuschauen und sich Mühe nehmen. Und schlussendlich kommt man ja dann sogar auf die Impfungen und das ist ein Teil, den ich im zweiten Abschnitt beleuchten möchte, weil im Grunde der Dinge ist es ja so, dass die ganze Sache darauf rausläuft, möglichst viele Leute müssen geimpft werden, um überhaupt noch quasi gesellschaftsfähig zu sein. Menschen, die nicht geimpft sind, werden an diesen Orten nicht mal mehr auf Fluggesellschaften transportiert. An diesen Orten gibt es schon Vorschriften, dass man nicht einkaufen kann, wenn man nicht genau so eine Impfung hat. Das wird sprunghaft zunehmen. Wir merken, da kommt etwas Riesiges, ganz Neues auf uns zu. Der zweite Teil heisst Weltseuche und ansteckende Gesundheit. Ansteckende Gesundheit ist das Beste, was uns passieren kann. Ansteckende Krankheit, mit dem leben wir ja schon, seit es die Menschheit gibt. Und die Frage ist, ist es wirklich so eine Weltseuche? Wir gehen schlussendlich ein bisschen zurück auf die Geschichte von der Big Pharma, die ich in diesem Teil beleuchte, nämlich die Rolle von Rockefeller, der aus seinem Erdöl-Monopol, das er hatte, nachher ein Chemie-Monopol gemacht hat und was aus dem Chemie-Monopol nachher ein Pharma-Monopol gebaut hat.
Und aus dem Pharma-Monopol nachher fast ein Monopol im Fall von Seuchen. Also das ist etwas, was sich in Milliarden und Dutzende von Milliarden übersetzt, wenn man weiter schaut, einfach wie er angefangen hat und was aus dem riesigen, unabsehbaren Rockefeller-Monopol können werden, bis dorthin, dass Menschen beeinflusst werden, nicht mehr allzu viel zu denken. Das ist nachher ins Schulwesen reingegangen, der Impuls vom Rockefeller ist berücksichtigt worden, dass man nicht zu viel denken soll, sondern einfach helfen soll. Und dann kommt man dann zu den Sätzen, die zum Beispiel heissen «A pill for every ill». Das heisst, für jeden, der krank ist, muss es sofort eine Lösung geben, nämlich eine Pille. Das ist eine rasante Geschichte, die ist über 100 Jahre gegangen und hat die Welt komplett verändert. Big Pharma ist wirklich ein Gesichtspunkt von denen, der die Welt am meisten hat verändert. Und leider nicht nur zu unserem Guten. Man sieht, dass es möglich wird, wenn man Pandemien hat und, oder die so definiert und nachher aus dem heraus eine Notwendigkeit konstruiert, dass alle Leute getestet werden, eine Notwendigkeit, dass alle Leute geimpft werden, dass man nachher durch das, durch die Bewirtschaftung von der Angst, sehr, sehr viel Geld kann generieren in der Pharmaindustrie. Sehr viel Geld kann wegnehmen bei der Bevölkerung, die das hat jetzt zu tun mit Lockdowns und mit anderen starken Einschränkungen und mit einem Markt, der zusammengeht und, das ist unabsehbar. Wo das Geld nachher landet, ist immer eine aufschlussreiche Sache. Nachher, wenn wir schauen, ja, gibt es da bei Covid-19 so etwas wie eine Vorgeschichte, dann sieht man, dass das bis ins Jahr 2012 zurückgeht, wo wie das Drei-Buch ist geschrieben worden, in einem Institut, das Rockefeller gehört. Und dort hat es geheißen, es gibt vier Szenarien, wenn man ein grosses Seuche auftritt. Das erste Szenario heisst Lockstep, das heisst Gleichschritt und kommt aus dem Gefängnis. Wir haben früher Gefängnisinsassen, die müssen im Gefängnishof im sogenannten Lockstep dringend umlaufen. Das heisst, sie legen an die Hand auf die Schulter, wie so eine Kette, und dann laufen sie alle zusammen schon im Gleichschritt, dass keiner abgeht. Und Lockstep wird eigentlich als das erfolgreichste Bekämpfungsmittel gegen eine, so eine Pandemie beschrieben, in dem, das ist so wie ein Entwurf, wie das so abläuft. Und jetzt, wenn man heute das anschaut, den liest, dann merkt man, eigentlich ist es ein Drehbuch für das, was heute passiert. Das heisst, wir haben gewusst, so etwas wird kommen. Dann sagen auch, wir haben das auch in den Weg geleitet, dass es so kommt. Und jetzt müssen die Leute im Lockstep laufen. Das heisst, sie müssen Social Distancing machen, die machen Contact Tracing, sie müssen nachher ihre Maske tragen und. All zusammen die Vorschriften, die jetzt erlassen werden, wo man sieht, Menschen kommen so in einen Gleichschritt rein, der ganz langsam ist, fast wie auf einem Gefängnishof. Aber es fühlen sich viele Leute genauso. Dem gehen wir nachher in diesem Teil. Dann kommt es dann schlussendlich darauf heraus, dass der letzte Schritt, was noch zu machen ist, ist tatsächlich, dass jeder eine Impfung überkommt. Und dann erst ist er wieder, was man würde sagen, gesellschaftsfähig. Ist er gesellschaftsfähig, dann ist er wieder zugeladen, dann kann er im ÖV mitreisen, dann kann er bei Veranstaltungen dabei sein, dann kann er bei einem Schubmatch gehen und so weiter. Und das heisst, dann ist er nachher eigentlich so wie geicht. Er ist keine Gefahr mehr für seine Mitmenschen. Aber was nachher in diesen Impfungen alles zusammen noch so mitschwimmt, das ist eigentlich das heisseste, das umstrittenste Thema, wo die sagen, ach, woher, spielt doch keine Rolle, oder nehmen wir das doch in Kauf. Andere sagen, nein, da wird sogar die DNA vom Menschen beeinflusst. Also unsere Identität, unsere physische Identität wird durch das verändert. Und das sind natürlich Welten, die verschiedenen Ansichten liegen Welten auseinander. Und das ist wichtig, dass man mal ein paar Gesichtspunkte lernen kennen, die ich hier in diesem Zusammenhang gerne einführe. Somit einfach nur eine ganz grobe Zusammenfassung von dem, was euch auf dem DVD erwartet würde, Teil 1 und Teil 2. Ich hoffe natürlich, dass der Impuls in die Richtung geht, dass ihr nicht Angst müsst haben vor dem, was jetzt im Moment so um euch herum läuft. Wenn man aber Angst haben will, und auch das muss man eigentlich nicht, aber wenn es etwas gibt, das ernsthaft unsere ganze Existenz wird sehr einschränken, bedrohen, und vielleicht noch mehr als bedrohen, dann wäre es das Szenario, wo man merkt, es bewegt sich etwas leise, vielleicht noch ein bisschen unbemerkt, vielleicht aber schon ein bisschen offensichtlich in dieser Richtung, wo heisst George Orwell,
1984 das Buch über die total kontrollierte Gesellschaft. Oder das Gleiche auch schon beim Aldous Huxley, wo das Buch geschrieben «Schöne neue Welt», wo so etwas ist wie eine Farm. Ein paar wenige betreiben eine Farm, alle anderen sind wie Tiere auf der Farm. Und dann merkt man nachher den Überwachungsstaat. Das ist das, was man sich am allerwenigsten wünscht. Aber mit genug Angstmacherei kann das der Gesellschaft aufgezwungen werden. Und ja, da fragt sich eben, können wir Widerstand leisten? Wenn ja, wie?